Der Sandhäuser Anhang zahlenmäßig überschaubar, aber voller Optimismus mit nach Halle gereist, muss aber erstmal eine kleine Schrecksekunde überstehen. Halle in Rot-Weiß und der Freistoß von Dennis. Schon mal nicht ungefährlich. 6 Minuten erst gespielt. Die Gastgeber hier von Beginn an mit viel Dynamik im Spiel nach vorne. Nächster Angriff. Der Abschluss wieder von Dennis und da hat Rehnen so seine Schwierigkeiten, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Wolf sucht seine Chance am Ende, aber der Sandhäuser Keeper mit dem besseren Ende für sich. Zweite brenzlige Situation schon für den Zweitliga-Absteiger. Knapp 20 Minuten dauert es bis zum ersten Torschuss der Sandhäuser. Der Freistoß von Ruven Hennings noch nicht wirklich gefährlich. SVS-Trainer Danny Galm vertraut der gleichen Startelf, die letzte Woche 3:0 gegen 1860 gewann. Und sein Team findet langsam ins Spiel. Kopfballverlängerung Otto Hennings. El Sain startet und hat den Blick für Maciejewski. Führungstreffer Sandhausen. Tim Maciejewski, Neuzugang von Union Berlin mit seinem ersten Saisontreffer, aber war da möglicherweise die Hand im Spiel? Hier von Ruven Hennings, knappe Sache auf jeden Fall. FIFA-Schiedsrichter Dankert lässt er aber wohl eher zu Recht weiterlaufen. Am Ende aber ein klasse herausgespielter Treffer der Sandhäuser. Nach 23 Minuten geht der SVS in Führung. Und Sandhausen danach gleich mal mit mehr Entschlossenheit auf dem Weg in den gegnerischen Strafraum. Hennings mit der Picke, scheitert an Müller. Gute Gelegenheit, den zweiten Treffer nachzulegen. Vertan. Halle mit erst 4 Punkten in dieser Saison, letzte Woche ja mit 2:3 in Mannheim verloren. Sofort bemüht, die richtige Antwort zu geben. Schnelles, direktes Spiel. Das ist Wolf, aber der verzieht. HFC-Coach Sreto Ristić sieht, dass seine Mannschaft da durchaus in der Lage ist, die sonst so gut organisierte Defensive von Sandhausen unter Druck zu setzen. Und Halle weiter mit dem Versuch, mit viel Zielstrebigkeit zum Abschluss zu kommen. Geirät ohne zu zögern. Und da hat Rehnen so seine Schwierigkeiten. Halle jetzt immer stärker. 5 Minuten noch in der ersten Hälfte. Sandhausen ein bisschen zu passiv in dieser Phase. Geirät wird von Ehlich nur begleitet. Und dann patzt auch noch Rehnen. Ausgleich Halle. Timur Geirät mit dem 1:1, 40. Spielminute. Der Torschütze erst mit zu vielen Freiheiten und dann Nikolai Rehnen mit einem klaren Torwartfehler. Den muss er natürlich halten, die Partie wieder offen. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte, nochmal die Gastgeber. Dennis auch wieder völlig allein gelassen. Halank und in der Mitte wieder Wolf. Die Sandhäuser Hintermannschaft mit der nächsten Nachlässigkeit Halle verpasst hier in Führung zu gehen. So bleibt es bis zur Pause beim 1:1. Kurz nach dem Wechsel. Halle gleich hellwach. Erster Angriff. Crossrate von Knipping. Nicht konsequent genug attackiert. Und Dennis versenkt das Ding. Führungstreffer für den hallischen FC. Tunay Dennis, der Torschütze. Genau 18 Sekunden nach Wiederanpfiff, dieses superschnelle Tor. Die Sandhäuser Defensive macht genau da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hat. Dazu aber auch ein wunderschöner Treffer. Danny Galm nachvollziehbar bedient die Abwehr seiner Mannschaft, ja sonst so zuverlässig. Freistoß Halle wird getreten von Dennis und der passt sowas von genau. 3:1 Halle. Tunay Dennis macht seinen Doppelpack perfekt. Nach 64 Minuten steht es 3:1, ein genialer Freistoß des Mittelfeldspielers. Ja, hat der Aufstiegsfavorit Nummer 1 dieser Liga nochmal die Power, in diese Partie zurückzukommen. Erstmal wieder Halle mit dem langen Ball von Baumgart auf Baumann. Und schon scheppert's wieder im Sandhäuser Tor. Dominik Baumann mit dem 4:1. 76 Minuten vorbei. Sandhausen wird es jetzt regelrecht
demontiert. Dominik Baumann, im Sommer aus Zwickau gekommen, schon sein drittes Saisontor. Und die Sandhäuser schauen nur noch zu. Knapp 10 Minuten noch. Es spielt weiter nur ein Team, der Hallesche FC, mit dem eingewechselten Lofolomo. Aber Rehnen, diesmal aufmerksam verhindert, Schlimmeres aus Sicht von Sandhausen. Und das war die letzte Chance dieser Partie. Halle gewinnt völlig verdient mit 4:1 gegen extrem schwache Sandhäuser.